Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ampel hat sich einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik auf die Fahne geschrieben. Was Sie unter diesem Paradigmenwechsel verstehen, davon bekommen die Menschen in Deutschland heute einen klaren Eindruck. Expresseinbürgerung nach nur 3 Jahren Aufenthalt und die generelle Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft. Das ist der falsche Weg und kündigt auch einen Kompromiss, der jahrzehntelang gehalten hat, unnötig auf an dieser Stelle. Und was Sie unter Paradigmenwechsel meinen, zeigt auch ein Blick in die Asylstatistik. Waren es 2021 rund 190.000 Asylanträge, die in Deutschland gestellt wurden, so waren es 2023 über 350.000. Dazu kommen noch 1,1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine. Und die Folge Ihrer Migrationspolitik, Ihres Paradigmenwechsels, ist eine Überlastung dieses Landes. In den Kommunen, bei mir im Wahlkreis, werden Zelte aufgestellt an den Landratsämtern, um die Menschen unterzubringen. Wir erleben eine Überlastung in den Kitas, in den Schulen, in den Arztpraxen, in den Behörden. Sie, meine sehr verehrten Vertreter der Ampel, Sie gefährden damit die Stabilität, die Sicherheit und den inneren Frieden in unserer Gesellschaft. Und notwendig ist eine grundlegende Neuordnung unseres Asylsystems auf europäischer wie nationaler Ebene. Und was tut die Ampel? Jetzt endlich setzt sie das um, was die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang November letzten Jahres mit dem Bundeskanzler beschlossen hat, was wir lange gefordert und eingefordert haben, nämlich die Bezugsdauer der abgesenkten Asylbewerberleistungen von 18 auf 36 Monate heraufzustufen und die Arbeitsgelegenheiten von Asylbewerbern deutlich zu erleichtern. Jetzt endlich. Ihre Umsetzungsgeschwindigkeit erinnert eher an eine Schnecke in diesem Zusammenhang, als dass Sie diese Ambitionslosigkeit, die Sie da an den Tag legen, ist tatsächlich erschreckend und deutet auch vor allem auf den Zustand innerhalb Ihrer Koalition hin, warum Sie bei diesen einfachen Dingen nicht schneller sind, nicht handwerklich schneller arbeiten. Das Deutschlandtempo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, statt dieses Klein-Klein der Ampel, statt großer Worte, die in der Realität nichts anderes sind als große Tatenlosigkeit, brauchen wir eine echte Asylwende. Und dabei ist es unabdingbar, das Asylbewerber leistungsgerecht neu auszurichten. Und die deutschen Sozialleistungen haben sich zu einem Migrationsmagneten entwickelt. Wir geben allein im Jahr 2022 über 6,5 Milliarden Euro für Asylbewerberleistungen aus. Und das muss sich ändern. Wir wollen die Leistungen für Asylbewerber reduzieren. Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, natürlich haben die Asylbewerber einen Anspruch auf die Sicherung ihres Existenzminimums. Und daran rütteln wir auch nicht. Aber der pauschale Verweis, der von Ihrer Seite auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle immer wieder kommt, verstellt den Blick darauf, dass die Spielräume in der Tat viel größer sind, als häufig von Ihnen behauptet. Und wir wollen auch nicht pauschal kürzen, sondern uns geht es darum, die spezifischen Bedarfe von einzelnen Personengruppen uns anzusehen. Und brauchen denn Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen beispielsweise tatsächlich Leistungen für Eintrittsgelder in Kultur- und Freizeitveranstaltungen oder für Zeitungen und Zeitschriften oder vieles mehr in diesen Bereichen, wenn sie nicht einmal Deutsch sprechen können? Also das zeigt doch an dieser Stelle, es bedarf in Erstaufnahmeeinrichtungen ganz bestimmt nicht solcher Leistungen. Und das wollen wir dann auch absichern durch eine entsprechende Grundgesetzergänzung, die wir an dieser Stelle auch vornehmen wollen. Und ein Zweites. Ihnen geht es so häufig um die Abschiebepraxis. Das Rückführungsgesetz, das Sie ja gestern beschlossen haben, wird sich in der Praxis ja wirkungslos erweisen. Dänemark macht es anders. Die setzen nämlich auf freiwillige Ausreisen von denjenigen, die kein Aufenthaltsrecht haben. Und genau daran müssen wir arbeiten. Und welche Anreize haben denn Ausreisepflichtige
unser Land zu verlassen. Und unser Sozialstaat sieht tatsächlich die Möglichkeit von Sanktionen vor, wenn sie ihre Mitwirkungspflicht verletzen. Und es ist an dieser Stelle die Ausreisepflicht, die verletzt wird. Und deswegen wollen wir hier auf das physische Existenzminimum reduzieren. Und das Gleiche wollen wir auch für auf Geduldete erstrecken, solange es ihnen tatsächlich die freiwillige Ausreise möglich und auch rechtlich zulässig und zumutbar ist. Nur so ordnen wir Deutschland neu durch eine echte Neuaufstellung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Man kann ja schon ein bisschen die Uhr danach stellen. Die Ministerpräsidentenkonferenz kommt zusammen. Am nächsten Tag steht Herr Merz vor den Kameras und sagt, zu wenig, zu langsam, nicht gut genug. Wir beschließen hier ein Gesetz, das Forderungen, die Sie aufmachen, umsetzt. Am nächsten Tag stehen Sie hier, sagen, ist nicht gut genug, reicht uns nicht, wir wollen mehr. Wir haben gestern zum Beispiel den Leistungsbezug für 36 statt wie bisher 18 Monaten umgesetzt. Und auch was die Bezahlkarte angeht. Also ich frage mich, wo Sie in den letzten Monaten waren. Wie oft müssen wir und übrigens auch Ihre eigenen Parteifreunde Ihnen denn noch erklären, dass das rechtlich bereits möglich ist und wie schwer das umzusetzen ist? Wie oft müssen wir Ihnen noch erklären, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe jetzt genau daran arbeitet? Hessen und Niedersachsen sind dabei, gemeinsam mit dem Bund eine Lösung zu erarbeiten. Ich habe seit einigen Monaten immer wieder eine Zeile der Chemnitzer Band Kraftklub im Kopf, wenn ich Ihnen so zuhöre. Ich zitiere. Oder gibt die Schuld ein paar anderen armen Schweinen? Hey, wie wäre es denn mit den Leuten im Asylbewerberheim? Das scheint derzeit Ihr Credo zu sein. Kein einziger Mensch in diesem Land steht besser da, wenn wir Geflüchteten noch mehr wegnehmen. Kleiner Faktencheck. Asylsuchende erhalten rund 18% weniger als Bürgergeldempfänger. Also weniger als das Existenzminimum vorsieht. Irgendwann ist doch mal gut. Kein Mensch in diesem Land profitiert davon, wenn wir Geflüchteten noch mehr wegnehmen. Setzen Sie sich also lieber dafür ein, dass wir mehr Tarifbindung in diesem Land bekommen, dass Leute ein ordentliches und gutes Gehalt haben. Und wenn Sie schon Verteilungskämpfe führen wollen, und das machen Sie hier, Kollege Stracke, dann gehen Sie endlich an die höchsten Vermögen in diesem Land ran und treten nicht ständig nach unten. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn die Kolleginnen und Kollegen der Union sich dafür einsetzen würden, Fluchtursachen zu bekämpfen. Stellen Sie sich mal vor, Menschen, die unter Armut leiden oder Verfolgung und Tod befürchten müssen, müssten gar nicht fliehen. Das wäre doch mal was. Nein, sie treten lieber nach unten. Und dabei wird kein einziger Geflüchteter kehrt machen, weil sie hier diese Dinge fordern. Wir müssen das anders angehen. Sie machen es sich zu einfach. Und wenn Menschen sich beispielsweise aus Griechenland auf den Weg in ein anderes europäisches Land machen, hat es auch damit zu tun, dass Griechenland keinerlei Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben bietet oder Leistungen für Asylsuchende hat. Die Menschen kriegen dort einfach nichts. Null. Und das, nachdem sie bereits alles gegeben und sich unter Gefahr für Leib und Leben auf den Weg in ein friedlicheres Leben gemacht haben. Wenn Ihnen also wirklich an der solidarischen Aufnahme der Geflüchteten in Europa gelegen ist, rufen Sie doch mal Ihren Freund Mitsotakis an und erinnern ihn, was europäische Solidarität wirklich bedeutet. Sie reden seit Jahren von der Brandmauer gegen rechts. Warum stellen Sie ausgerechnet in der Woche, nachdem wir alle noch einmal deutlich vor Augen geführt bekommen haben, wessen Geisteskind die Kollegen hier ganz rechts sind, diesen Antrag? Rechten Populismus bekämpft man nicht, indem man den gleichen Quatsch nachplappert. Haben Sie noch eigene Position? Stellen Sie sich eigentlich auch an die Seite der Kolleginnen und Kollegen aus Ihren eigenen Reihen, auf die es diese Leute hier abgesehen haben. Was ist mit Ihren eigenen Partnerinnen und Partnern mit Migrationsgeschichte, die als Erste weg wären, wenn diese Leute hier tatsächlich was zu sagen hätten? Was machen Sie eigentlich mit Ihren eigenen Parteifreunden, die an diesem Nazi-Treffen teilgenommen haben? Passiert da noch mal was? Machen Sie sich eigentlich auch solche Gedanken? Ich kann davon nichts erkennen. Die Merz-CDU hat kein Herz für Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Merz-CDU schert sich einen feuchten Kehricht darum, was mit Geflüchteten passiert. Die Merz-CDU hat fast nichts mehr von dem, was sie einst groß gemacht hat. Und das sollte Ihnen zu denken geben. Setzen Sie sich nicht mit der AfD auseinander. Das hat in den letzten Monaten offenbar auch nichts gebracht. Setzen Sie sich mit Ihren eigenen Problemen auseinander. Davon gibt es genug. Vielen Dank.